haben wir letztes Mal gemacht. Machen einfach ein bisschen mehr Augenmerk auf die Armbewegung. Während der Hüftdrehung und Gewichtsverlagerung in mein linkes Bein kommt die linke Hand nach unten. Ich bin jetzt mit dem Gewicht im linken Bein und kann also die 90-Grad-Drehung mit dem rechten machen. Beim Gewichtsverlagern ins rechte Bein kommt die Schnabelhand und die schützende Hand nach vorne, während das linke Bein rankommt. Okay, Schultern locker, Ellenbogen hängen und so weiter. Und dann öffnen in der Hüfte ohne Gewicht. Ich bin mit der Hüfte immer noch nach vorne ausgerichtet. Und mit der Gewichtsverlagerung bleibt die Schnabelhand im Raum, wo sie ist. Oberkörper dreht nach links und linke Hand macht diesen Push. Ein einziges Mal ohne Reden, sehr langsam. Und das soll es schon gewesen sein, wirklich. Ihr kennt es schon, aber ich werde, glaube ich, diese Meridian-Streckübung und die Harmonie der fünf Wandlungsphasen auch noch mal ein bisschen länger machen. Ja. Also über ein paar Monate gestreckt. Wir brauchen das auch als Herleitung und auch als Verknüpfung zu diesen langsamen Bewegungen, also das Umdrehen der Aufmerksamkeit nach innen. Was für mich zentral ist, was für dieses hier auf jeden Fall zentral ist. Auch schon das Qi einsammeln, auch wenn es zu kurz war. Selbst so was Triviales wie dieses Bauchdrehen hat multifach Bedeutung. Aber nur wenn ihr das selber spürt. Und zwar über lange, lange Jahre. Danke für diese Session. Wirklich kurz. Mal schauen, was dieses Jahr bringt.